Ja, herzlich willkommen beim Vlog. Ich nehme den gerade beim Fahren auf. Eieiei, Alter, ist das eine Bollenhitze heute. Wieder den ganzen Tag in der Schule gewesen. Wir haben jetzt 18 Uhr. Wenn ihr das sieht, bin ich vielleicht schon auf dem Flug nach Barcelona auf Studienfahrt. Und ich hoffe, das passt so mit der Kamera. Ja. Ja, der Sirax beim Autofahren. Ah, ist das eine blöde Ampel, ey. Da kommst du echt nicht durch. So, ich hoffe mal, dass die Kamera bei der wilden Fahrt, die ich immer an den Tag lege, nicht verwackelt. Ich werde vom 7. Juli bis hin zum 12. Juli auf Studienfahrt sein in Barcelona. Ich werde euch ein paar Videos bereitstellen. Weiß nicht, ob ich von Barcelona welche per Handy uploaden kann bezüglich WLAN. Und wenn dies geschieht, dann muss ich schauen, wie ich sie auf Twitter teile. Auf jeden Fall werde ich mich da voll fressen bis zum geht nicht mehr. Und mich mit Sangria besaufen vielleicht. Ich muss auch noch schauen, was das für Videos werden. Ob das ganz normale Videos sein werden oder ob ich da so ein kleines Mini-Projekt reinquetschen werde, wie damals letztes Jahr auf der Gamescom. Da habe ich ja quasi so einen Teil vom ersten Doom hochgeladen. Also wenn heute Stau ist, dann kriege ich echt das Kotzen. Es ist viel zu warm für Stau. Die Kamera geht ein bisschen nach unten. Jetzt ist sie zu weit unten. Das ist eine wackelige Angelegenheit. So ein bisschen durch die 30er-Zone fegen. 40 ist das neue 30, habe ich gehört. Alter, hatte den Schwabbelarsch. Es war ja nicht mal lustig. Richtig beim Geben. Müsst ihr euch so vorstellen, das sind so wie die tektonischen Platten. So sind die Arschbacken bei dir gewesen gerade. So richtige Fettberge. Mein lieber Scholli, ey. Sind das war so viele Titten im Spiel, dass man nicht mal weiß, wo unten und oben ist. Aber eine Regel immer befolgen. Immer oben liegen. Also der leichtere liegt immer oben. Sonst wird es nur eine, sonst bleibt es bei einer einmaligen Aktion. Sonst erstickt ihr in Schwappeltitten. So, jetzt fahre ich am Soundland vorbei. Der Boot hat gerade mich genervt. So. So. Rechts, da ist das Soundland. Da hole ich immer mein Equipment. Also Stative etc. Nur Kameras haben die halt leider nicht. Aber im Bereich Audio alles, was das Herz begehrt. Qualitativ alles hochwertig, wunderbar. Bin sehr zufrieden mit denen. Da habe ich zahllose Stative her und Kabel. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Einziger Haken, es ist arschteuer. Du kannst da so Unmengen an Geld verlieren. Das war's dann mit dem Vlöckchen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, weil ich über das Wochenende weg bin. Schöne restliche Woche, einen schönen Start in die neue Woche.
Und dann sehen wir uns quasi wieder beim 12. oder wenn halt ein paar Videos hochkommen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao, ciao und auf Wiedersehen.